So, und damit herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Warum sind wir jetzt an einem anderen Ort? Ganz einfach. Ach nee, wir sind wieder hier. Ah, Mann. Ja, ich war gerade eben wieder in einer ganz anderen Aufnahme eigentlich. Ich habe gerade die Endcard gemacht, der gestrigen Folge. Und da geschah es, da hat mich der Hadrian Text angeschrieben, ey, wie wär's denn mal, wenn wir wieder an unserem LPT weitermachen? Habe ich gesagt, ja, okay, bevor du morgen keine Zeit hast, machen wir. War im Prinzip ein Scheißfehler. Es sind 2 Stunden vergangen und wir haben nicht aufgenommen. Ganz einfach, weil... Ach, das Ziel ist ja schon da unten. Warum haben wir nicht aufgenommen? Weil... Ja, das ist ein super Tag heute. Es fängt echt geil an. Jedenfalls, ich habe versucht, dann mit ihm aufzunehmen. Wir wollten unbedingt. Und dann haben wir die ganze Zeit rumprobiert, auch warum es nicht geht. Denn dann hat mein Aufnahmeprogramm verrückt gespinnt. Das wollte nicht im sogenannten OpenGL DirectX 11 Format aufnehmen. Das ist halt Vollbild, der nimmt das Programm auf. Und das hat das nicht gemacht. Keine Ahnung, weil das Programm scheiße ist. Ich weiß es nicht. Es wollte partout nicht aufnehmen. Und dann haben wir es im Fenstermodus probiert. Hat auch geklappt. Dann hat der DreamTex aber Probleme gehabt mit Formel 1. Und jetzt haben wir es ganz gelassen. Nein zu Drogen? Ist es etwa das? Diese Felder, die du verbrannt hast, waren nicht nur Drogen. Sie waren Bücher, sie waren Medizin. Wir hätten ein Krankenhaus bauen können. Aber nein, Zabal sagt, Drogen sind schlecht und du fackelst einfach unsere ganze Zukunft ab. Ich glaube nicht das. Oh, verzeih. Hatte ich kein Recht zu reden? Sollte ich mein Haupt beugen und hinter dir herlaufen? Du kanntest ja das Kürat vor dem Krieg nicht. Ich war 6, als meine Eltern mir sagten, dass ich heiraten soll. 6! Das ist die Welt, die Zabal vorschwebt. Ich sag nur... Hör zu, Zabal ist nicht wirklich, was er vorgibt zu sein. Wenn er so um seine Tradition besorgt ist, warum bat er dich nicht, die Statuen von Kyra zu schützen? Wie was? Die Statuen von Kyra. Versucht sie zu zerstören, als Teil seines Plans, das Volk gegen den goldenen Pfad aufzubringen. Das ist das Letzte, was wir brauchen können. Ja, Amita ist definitiv aufgebracht. Ich weiß zwar nicht wieso, aber aufgebracht. Gut. Lokalisieren Sie die schlafenden Heiligen. Also wie gesagt, wir wollten aufnehmen. Hat ja auch soweit geklappt, die ganze Geschichte. Ich will jetzt nicht nochmal erzählen, was ich eben vor kurzem erzählt habe. Boah, Stein! Verdammt. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir probieren es dann doch morgen. Ich habe ihm die Dateien des Programms zugeschickt, damit wir früher oder später spielen können. Aber hat nicht geklappt. Es ist, um echt zu sein, einfach ein scheiß Aufnahmebeginn heute nach einer Woche. Hallo, da hoch. Verarschen? Kommt er da nicht hoch, ne? Na gut. Aber egal, wir sind jetzt hier bei Far Cry 4 und da läuft alles so, wie ich es will. Eigentlich gehe ich mal von aus. So. Bisschen abseilen. Dann fangen wir mal an zu schwingen. Hey,
Hui! Gut, dass der Tor funktioniert. Scheiße, wie viel sind das? Wird einmal nicht aufgewacht, Prophet. Super. So, wir loaden. Scharfschütze. Scharfschütze. Ja, das war so klar. Gut, probieren wir es nochmal. Ich dachte, wir können jetzt einfach durch den Nebel reinrennen, aber nein. So, ich habe hier gerade nebenbei mein Rendering offen. Das dauert noch 40 Minuten. Geil. Hä? Ach ja. Metern. Wenn es teuer aussieht, nehmt es. Okay. Hä? Wieso macht der denn keinen Takedown? Was soll das denn? Och, komm. Los jetzt. Komm, die Mission will ich immerhin schaffen. Ich habe echt schlechte Laune irgendwie. Aber ich will aufnehmen jetzt mal. Immer kein Scharfschützengewehr dabei. Nein. Ups. Haha. Ja, der Scharfschütze. Ich glaube, ich bleib mal bei der Schrot. Ich will den Scharfschütze jetzt mal da oben ausschalten. Haben wir ihn? Okay. Ich sehe gar nichts. Okay. Sag mal, wie werfen die denn?
Gut, ich bezweifle, dass wir das jetzt auch noch schaffen, aber... Das gibt's doch nicht, ey. Ich spiel ja grauenvoll heute. Was? Keine Ahnung, wo ich lang soll. Ich glaube, das war jetzt nicht klug. Okay. Jetzt habe ich das Missionsgebiet verlassen. Das gibt's nicht. Dass das jetzt auch gleich abgebrochen wird. Ja, war klar. Was ist denn los heute? Wir sind hier, aber hier liegen überall Leichen. Verteidige. Ja, klar. Statue verteidigen. Haben wir hier vielleicht einen Scharfschütze wo liegen? Ich hab doch hier jemanden abgeschossen. Ah. Tschüss. Au.
mehr. Nein! Jetzt hat er die Gans runtergeworfen, wie dumm. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss mich gerade sehr konzentrieren, ich habe keinen Bock, diese Mission neu zu machen. Jetzt kommt dieser scheiß Hubschrauber noch dazu. Okay, okay, okay. Haben wir eine Panzerfaust irgendwo stehen? Ich sehe jetzt keine. Ha. Also. Erledigt. Danke dir, Bruder. Kyra verdankt seinen Namen diesen Statuen. Jetzt ist es Zeit, Feuer zu entzünden. Das folgt daran zu erinnern, dass Kyra über sie wacht. Sabat, wie soll ich denn zu den Feuern da hochkommen? Klettern, Bruder, klettern. Ja, na klar. Okay, Moment. Erstmal hier. Erstmal will ich meine Waffe wieder. Bevor wir hier irgendwas machen. Nein, das war sie nicht. Wegen zwei Schrotflinten. Die kann die doch nicht so weit runtergeworfen haben, oder? Die denn hin? Naja, gut, was soll's. Holen wir uns hoffentlich gleich wieder. So, jetzt müssen wir klettern. Das heißt, aufpassen. So, bisschen an die Seite anzünden. Oh oh. Ich kam wieder raus.
Jetzt. Ah. Schnell nach oben. Genau. Die netten Hirn schießen nämlich. Au. Sehr schön. Ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt hier durchschießen kann. Scharfschütze. Zack, da runter. So. Eine Statue konnten wir immerhin retten. Die andere eher nicht so. Es ist wichtig. Aber über Funk kann ich nicht mehr sagen. Bitte komm nach Scharnath. Gut, ich komm. Nachdem ich den da unten erledigt habe, wo ist er? Verdammt. Hey Bruder! Tschüss. So, soll ich mir wieder einen Fail erlauben und hier runterspringen? Das ist lustig, AJ. Als du nach Kühlrad kamst, dachte ich, wir räumen hier gemeinsam auf. Machen klar Schiff, töten ein paar Terroristen. Kühlrad braucht einen Frühjahrsputz, raus mit dem Alten, etc., etc. Aber im Auftrag anderer zu töten, das passt nicht zu dir, Junge. Was meinst du, warum Amita und Sabai so heftig um dich werben, Sie haben Angst vor dir, AJ. Und das sollten sie verdammt nochmal auch. So. Ganz heile konnten wir unten an. Sehr schön. So möchte ich das. So, bevor ich jetzt weitermache, machen wir mal einen super schnellen Schnellreisepunkt nach... Wo sollte ich hin? Hier, gell? Genau. Machen wir mal Schnellreise, ich hole meine Waffen wieder und dann sehen wir uns auch wieder in der nächsten Folge. So, gleich zu Anfang ein großes Entschuldigung an die ganzen Fails vorhin. Beziehungsweise zum Anfang hin der Folge hat überhaupt nicht so geklappt, wie ich wollte. Weil ich glaube, ich war eher darauf fixiert, einfach durchzurushen und einfach diese scheiß Bombe zu finden. Aber wir konnten uns doch recht schnell dann durchkämpfen, hammen und haben es auch geschafft. Ich tue mich jetzt gleich wieder ausrüsten und dann morgen wieder um dieselbe Zeit wieder Far Cry Action und dann läuft es auch besser. Ha ha ha!